Hallo Freunde, hier ist wieder Master Zero und willkommen zurück zu World of Final Fantasy, den hoffentlich, vermutlich letzten Part. Weil ich habe heute stundenlang trainiert, ich habe heute, ich weiß nicht wie viele Mirages trainiert, ich habe mir die passenden Mirasteine besorgt und sie equipped, sodass ich mich nicht diesmal selber K.O. haue beim Endboss. Also... ja, ich hoffe mal, es wird was. Aber nicht, dass es hier jetzt nochmal so eine Episode wird wie beim letzten Mal, wo ihr jetzt nochmal das Ganze alles seht, werde ich jetzt hier, wenn ich mit Seraphie gesprochen habe, dann mal einen Schnitt machen. Und dann, wenn ich bei Brandis bin, oder Ex, nein, Bahamut, keine Ahnung, ob es jetzt die zweite oder erste Phase hieß, werden wir uns dann wiedersehen. Also, bis gleich. So, da haben wir ihn endlich wieder. Aber wenn man die ganzen Szenen alles überspringt, sind es doch nur 6 Minuten. Na egal. Aber wie ihr schon an meinen Stats seht, also zumindest an meinen HP, ich habe ein bisschen aufgestockt in den letzten Mal. Und weil es sowieso der letzte Kampf ist, wo wir Erlöser einsetzen können, benutze ich einfach mal welche. Und gleich mal zwei hintereinander. Und natürlich passend Sephiroth mit physischem Angriff von Lan und Shantotto mit magischem Angriff von Raiden. Ich glaube, das ist sowieso das erste Mal dann, dass ich Shantotto eingesetzt habe. Oder? Hast du schon mal vorher eingesetzt? Ich bin gleich mal so sicher. Wow! Ich habe ja nie Final Fantasy 11 gespielt, aber... dies ist definitiv der Charakter aus dem Spiel, den wir alle am besten kennen. Naja, aber ich würde ihn noch nie gesehen. Das sehe ich wirklich auch zum ersten Mal. Oh! Heiliger Strosser! Alle Achtung, nicht schlecht. Wow, und sogar fast fertig. Nice. Aber dadurch, dass ich meine AP auf jeden Fall... AP? TP? Wie auch immer. Brauche... okay, nur noch physisch. Dürfte... ach Gott, ist es sowieso hinüber. Ja, fall erstmal um. Und ja, die nächste Szene werde ich trotzdem überspringen. Weil wir haben es ja schließlich schon gesehen. Ich werde danach kommen sowieso, ich weiß nicht wie lange, Szene über Szene über Szene über Szene, also... ja. Do you see? Kann ich das verspulen? Ja, ich kann nicht. Ja. Ja, ist doch gut. Lalalalalalalala. Okay, er blockiert die Heldenembleme. Und ich habe noch mal mein Video noch mal angeguckt. Die Farben, ich glaube von den Augen, von seiner unteren Hälfte oder von seinem Kern oder sonst irgendwas, verändern sich je nachdem, gegen welches Element er am meisten Resistenz hat. Außerdem, mir ist auch aufgefallen, dass er schneller geworden ist. Je weniger Energie er hat, umso schneller wird er. Also, erstmal den ganzen draufhauen. Flop ist auf die Hälfte runter oder irgendwie sowas. Wenn sie mal nicht verfehlen würden.
Oh, das erste Mal, dass das überhaupt getroffen hat. Beim letzten Mal hat er ja kein bisschen, kein einziges Mal getroffen mit chaotischer Impuls. Na, er wurde schon schneller. Ah, haha, ich hab's am Feuer absorbiert. Ist er dann schwach gegen Feuer, schwach gegen Eis? Ach, ich im Wasser. Das hat's gemacht. Flair ist nicht elemental und ich hab's sowieso noch nicht gesehen. Boah! 10.000? Oh, wie geil. Ich hab ihn ja schon fast. Das Ganze hat sich wirklich gelohnt. Oh, wie cool. Nikma erschaffen hat sich bei den letzten drei Kämpfen sehr hilfreich gefunden. Ja, 6.000? Okay, sind zwar... nur Amnesie, sind aber nicht mehr verwirrt, weil ich den Mira-Sterne gegeben habe, was das verhindert! Ah, ich finde das so gut. Trotzdem Allheilmittel? Da? Ja, die normalen reichen völlig aus. Mal du. Den Stand. Und einmal du. Oh. Ich wusste übrigens nicht mal, dass es eine höhere Stufe gibt als die Garzauber. Nur mal so nebenbei. Ja, kaum oh, er fängt kurz an. Okay, stimmt. Der Countdown wird weniger, wenn er, glaube ich, weniger als halbe Energie hat oder sowas. Ich glaube schon. Gut. Was ich definitiv machen werde, ist Balance. Auf Trab bringen. So, ist nur noch Rain. War schon vorbei. Da ist er. Okay, mein letzter Zug, bevor er seinen Angriff startet. Ich bräuchte echt irgendwas. Naja, es ist für die gesamte Gruppe Angriff stärker. Das kann ich beim nächsten Zug machen danach. Heiligköpfen aller Gruppenmitglieder. Nur wegen mache ich das wegen den TP, aber naja. Ja, sehr beeindruckend. Also beim letzten Mal hat schon nicht so viel Schaden gemacht. Ja, also 2000. Das ist jetzt Laden. Gut, dann benutzen wir noch Flair. Eben hat schon das letzte Mal nichts gemacht. Ah, shit. Aber ich mache jetzt mal das epische Ende mit schön langsam Enigma der Schatten. Ey, man muss nur einen Faktor raushauen aus diesem Spiel und schon, also aus diesem Kampf, und schon wird das super einfach. Es ist ja nicht normal, wie man das so leicht einfach umgehen kann. Bye-bye. Okay, ich glaube, das war's jetzt endlich. Jetzt steht er, hockt er da noch. No! Is it done yet? Almost! Just a little more time! Really? Is that all? Whoa!
Nein, nicht nochmal. Rain? Concentrate. Focus on the cage so it only encases him. Right. Aber seine Flügel gucken noch raus. Folly! Come on! We're not going to make it! Lady Luz, help us! Oh. Cage within a cage. Focus. Imagine nesting many cages together. Whoa. Interessant. Rain, you need to be the strong one. Don't let Lon's power overtake him. Keep control. Mom? You'll be okay. Das ist halt wie ein Schloss, ein mit vielen Ebenen. Das dürfte doch nicht dabei. Rain, you ready? Ja! Oh! Such power is not possible. Ein Siegel nicht ausreicht, sondern halt ein Dutzend. Okay, jetzt haben sie also wirklich jeden davon eingefangen und schicken sie ihn zusammen zurück. Marduin! Okay, den habe ich auch noch nicht geholt. Naja, die Beschwörer und ihre Monster. Ja, und halt ihre Kumpels. Natürlich, die beiden halten natürlich alleine durch, war klar. Mr. und Mrs. Badass. Ah, kann sich aber noch bewegen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Nein! Nicht die gute von den Schwestern. Ja, sicher. Mach noch hier einen Strider-Kick. In your face! Shoryuken! Na, wieso nicht? Hält sich immer noch fest. Oh. Kill you yet! Can't! Huh?
Wie jetzt? Was hat das zu bedeuten? Was habt ihr vor? There! Use those to keep Grimoire safe! You'll find all the other Prismariums with Seraphie. What are you saying? The Dyad has done enough damage. It's time for us to leave for good. You can't. I don't. Everything's going to be better, Wynn. Once we go through, the portal will vanish. So these trash cans won't ever be able to meddle in your world again. But what about you? Hey, get those corners turned up. You don't want your happiness spilling out. No. No. Tama! Take care of Wynn and Grimoire for us once we're gone! And thank you for everything! Here goes! Oh, and Wynn! All of you! Sorry we put you through so much grief! Goodbye! Sehen wir wenigstens die Welt, wo sie dahin, wo sie landen? Hoi mal! Bye! Take care! We'll see you around! Na, eigentlich nicht, aber... Ja, mal sehen. Da wollte ich gerade Musik anfangen und hier sind wir mal abgeschnitten. Geil! Ah, also so funktioniert das also mit den Formwechseln. Ah, okay. They brought us so much bad and good. And then they just swept it all away in the end. I'll say, the two of them were a force of nature. Maybe I'll take a leaf out of their playbook. And go a little crazy for a change! Oh, please. Your current crazy levels are hard enough on us. Well, at least Rain and Lan seem like they're gonna be okay. Yes. If they stay together, we have nothing to worry about. Okay. It's our turn. Grimoire's gonna need some fixing up. It's gonna be a lot of work. Well, see ya. Oh, dich haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Thanks, you two. You can rest now. Well done. Hast ja sonst nicht gerade viel gemacht. Gott. Was zum... Ending Credits. Wieso sind die Charaktermodelle im Spiel nicht so detailliert? Auch wenn ich die Lichteffekte nicht gerade sehr gut finde. Also sind zwar gut gemacht, aber sehen die Figuren irgendwie ein bisschen sehr komisch aus. Hm. Dann wollen wir mal abwarten, was sonst noch so passiert. Es hat einer ein paar gute Moves drauf.
Oh, und sie haben ja Finger. Das fällt mir jetzt erst auf. Sie sind in ihrer kleinen Form und sie haben Finger. Okay, Tama natürlich nicht. Dafür leuchten ihre Augen umso mehr. Oh nein, das passt gar nicht. Erstens, er lächelt. Zweitens, er tanzt. Ich finde, das passt bei vielen Charakteren nicht. Yep, genau, wo ich es gerade gesagt habe. Okay, bei Tidus passt es, denke ich mal. Irgendwie die Nase von Shantotus ist so tief, sieht er aus wie so ein kleiner Schnäuzer. Viele Namen, die eigentlich viel sagen. Ich kann die Stimme nicht zuordnen. Ich habe es ja auf Englisch gespielt, nicht auf Japanisch. Also alles in einem, das Spiel ist okay. Also von den Mechaniken und so weiter ist es wirklich ein gutes Spiel. Nur halt die Story, also... Ich weiß nicht, also... wenn das Spiel wenigstens sich selber ernst nehmen würde, und zwar nicht in dieser albernen Art und Weise, wie es halt hier teilweise tut. Weil... Selbst diese Ending Credits mit dem Video hier, da merkt man, das Spiel nimmt sich nicht ernst. Ich meine, es muss nicht alles hier super ernst und so weiter sein, aller. Welches RPG ist denn super ernst? Keine Ahnung. Teilweise halt andere Final Fantasy Spiele. Um mal genau bei der Sparte zu bleiben, aber wie gesagt, von den Mechaniken ist es super. Also die Leute, die unter euch, die so Pokémon-Spiele oder vielleicht sogar eher die Digimon-Spiele wegen den Sammeleffekt und den ganzen Trainieren und so weiter und den Formenwechseln mögen, die werden definitiv allein mit den Mechaniken hier viel Spaß haben. Der Sammeleffekt, es gibt richtig viele... richtig viele von den Miragen. In der Arena gibt es viel zu tun. Es gibt von den Achievements habe ich jetzt nicht wirklich eine Ahnung, wie viel da jetzt da sind, aber oh, noch mehr Credits. Diesmal sogar mit den wirklichen Ingame-Models. Und jetzt kommt ihr erst mit den süßen Mädels. Okay, und den Badass-Mädels. Aber ich würde trotzdem mich jetzt eher gemocht, wenn es sich selber ernst nehmen würde, mehr so wie es halt, so wie die, also jetzt im Vergleich, so wie die Bösewichte, die gestaltet sind. So in der Ernsthaftigkeit wäre cool. Ich meine, ich habe mich ja selber bei dem Spiel richtig getäuscht damals. Also ich habe ja auch ganz am Anfang, als ich das erste Mal auf der E3 gesehen habe, was ist das für ein Scheiß? Was ist das? Das ist kein Final Fantasy, das ist Müll. Ich meine, es ist definitiv kein 10 out of 10 Super Game of the Year und so weiter und so fort, aber es macht Spaß, wenn man es einfach spielt. Gürmerstich gibt's auch noch. Zuerst die ganzen Helden und so weiter, die am Tanzen sind, und jetzt einfach die ganzen Side-Charaktere, die einfach von links nach rechts nur durchdackeln. Ach, tiefer.
Und die hätte ich auch ein bisschen mehr leider gesehen. Also zumindest, oder besser gerne gesehen, nicht leider. Leider hat man so wenig von ihr gesehen. So ist es richtig. Snow, du hast mir gute Dienste geleistet. Einer der einzigen Beschwörungen, die ich hatte, oder ich glaube, es war die einzige Beschwörung, die ich hatte, die eine Gruppe, gegnerische Gruppe angreift, anstatt nur einen. Sid war auch mal für den Lacher lustig. Du warst doch wichtiger, als man gedacht hat. Du namenloses Mädchen. Ach, wie süß! Och. Dich auch mal in der kleinen Form. Oh. Auch mal in der kleinen Form. Da siehst du auch richtig putzig aus. Sie dir lächelt. Sie hat mich ziemlich verstanden. Ach ja. Na, danke an alle Final Fantasy Fans. Ist es jetzt so ein Punkt für ein New Game oder ist es jetzt so ein Punkt, wo man jetzt im Neuenberghausen speichert? Oder Neuenwald. Neuenberg. Ach, was auch immer. Neuenwaldbergen, ich glaube, so hieß das. Naja, ich glaube, die sind aber nicht merken. Ach, lass es speichern. Was soll's. Kristallturm Dach. Okay. 72 Stunden, 10 Minuten und 30 Sekunden. Okay. Wollen wir mal kurz gucken. Wollen wir mal kurz gucken. Und Stefan, du kämpfst mit Zimmer, das ist ein namenloses Mädchen. Und Brand ist erneut besiegt. Habe ich vielleicht ein Geschenk für dich? Okay. Hier ein neues? Stell dich ein Stellvertreter kämpfen. Ja, das werde ich dann wahrscheinlich auf Cam machen. Oder halt in kurzen Sequenzen immer zwischendurch immer so hochladen. Keine Ahnung. Obwohl, das wäre eigentlich. Nee. Nee. Jetzt weiß ich. Eventuell werde ich letzte Sequenz, denke ich mal, die man noch kriegt, dann separat nochmal hochladen. Muss ich halt nochmal gegen Brandis antreten. Ich meine, jetzt, so wie ich jetzt gerade hier so bin, ist da eh kein Problem. Und, ja. Oh. Das war ein kurzes Video. Da hätte ich echt die Kämpfe drin lassen können. Aber na gut. Ja, das war World of Final Fantasy. Ein Spiel, wo ich am Anfang nicht wusste, was daraus wird. Und jetzt, naja, habe ich es durchgespielt. Ja, das war zumindest ein kleiner Ritt. Okay. Dann, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Anregungen oder sonst irgendwas habt, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt es mir bei Twitter. Ich bin ganz Ohr, auf was ihr zu sagen habt. Und wir sehen uns dann also das nächste Mal bei einem anderen Spiel. Bye, bye.